Herzlich willkommen zurück auf YouTube. Wir sind natürlich wieder im Livestream. Nicht wundern, wenn ich mich noch mit anderen Sachen unterhalte als mit meinen Charakteren hier, die machen und tun, was sie wollen. Und kriegt gleich schon die Nachricht, dieses blöde Spiel hat die letzten Wochen viel zu viel Zeit bei mir gefressen. Ja. Deswegen wollte ich das jetzt auch wieder mal weitermachen. Bin ich nicht auch scharf drauf? Scharf vor allen Dingen, also das Mäh, ne? Genau, wir wollten jetzt erstmal hier das Goblin-Lager-Ding da einnehmen. Dass wir A, die Truhe haben, B, die neuen Einheiten. Da werden wir uns jetzt hier drauf stützen. Bis wir da sind, sind unsere Einheiten, denke ich, geheilt. Die kriegt noch eine Pause. Ich glaube, wir können jetzt gerade gar nichts machen. So sieht es nämlich aus. Und mit dem wollen wir uns dann später anlegen mit Krieg. Krieg. Wir wollen ihn wegmachen. Ich will das Territorium und dann langsam nach rechts weiter aufbrechen. Mal gucken. Oder nach links? Ach, ich weiß es einfach noch nicht. So, wir machen jetzt erstmal hier die nächste Runde. Warte auf Befehl. Wer wartet denn? Ja, du wartest einfach. Du machst hier Pause. Runde beenden. Ja. Zug beenden. Was zum Henker passiert denn hier jetzt? Als ob die Spinnen da angreifen. Diese kleinen Drecksdinger. Oh, so klein sind die gar nicht. Das sind große Drecksdinger. Die großen Drecksdinger werden jetzt weggemacht. Bin nach 25 Stunden immer noch in meiner ersten Match und ist immer noch kein Ende. Ja. Viel Spaß beim Kriegsspielen. Ich habe jetzt einen an der Backe, der mich ständig mit riesiger Armee angreift und ich bekomme den Hauptturm nicht weg. Ja, ich befürchte, meine Partie wird nicht allzu lang gehen mehr. Mal gucken. So, jetzt Attacke! Die machen wir weg. Ein heroischer Sieg. Einfach damit ich wieder reinkomme, werde ich den jetzt mit der Hand wieder ausschlachten. Und vor allen Dingen verdienen die mir immer zu viel Energie, wenn ich das nicht mache. Schlacht beginnen. Die Spinnenarmee muss zurückgeschlagen werden. Sonst mal Päukchen und Trompetchen. Ah ja, wir greifen in der Burg an. Okay. Ja, hallo, bleibt mal locker. Wie weit kommt ihr voran? Hallo? Was habt ihr für eine Range? Okay. So, haben wir jetzt aber nicht gewettet, Freunde. Was habe ich denn überhaupt in meiner Armee? Ich muss es mal justieren, was ich überhaupt drin habe. Ja, die Titanen waren ja bei Dings schon immer gut, bei Spellforce. Das war ja so ein bisschen so ein... Alter, ich, aber mal gut hier. Konnichiwa, liebe Snoopy Girl. Schön, dass du auch da bist. Und willkommen bei der ersten Schlacht, in dem wir aufs Maul kriegen. So, warte mal. Was ist denn das da hinten? Ach, die hat sich hier... Oh Gott, ich muss erst mal wieder reinfinden. So, was kannst denn du machen? Barriere beschwören. Die Rüstung. Steinfaust. Und die Steinfaust macht die schon mal komplett weg. Finde ich schon mal gut. Steinfaust. Attacke. Achso, rechte Maustaste. So, die ersten Krabbelviecher sind weg. Ihr geht mir dahin und küsst sie mit unseren Flammenzauber. So sieht es nämlich aus. So, was haben wir hier? Wir haben hier Bogenschützen. Was können die nochmal? Die können doch gar nichts Besonderes. Die sind erstmal low. Was macht die für einen Schaden? Die sind ja recht stark. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir die so wegkriegen würden. Feuer frei! Es ist aber noch keine 20 Uhr. Ja, das stimmt. Der Oberzwerg ist auch noch nicht da.
Ich habe mal den Nachwuchszwerg auch angeschrieben. Also jetzt mal kurz off-topic von Spellforce. Also Robin, ich weiß nicht, ob er auch dazu kommt. Ich habe mir schon mal Bescheid gesagt, ich habe noch keine Nachricht gekriegt. So, jetzt können wir doch mit der hier voll da reinbrücken. Ja. Was machen wir denn hier für einen Schaden? Da machen wir sie komplett weg. Na komm. Attacke. Das war ein heroischer Sieg. Bis auf den ihren ersten Angriff gab es gar keine Probleme. So, wir können hier sogar schon hochleveln. Stufenaufstieg. Was können wir denn machen? Mehr Leben. Hm. Mehr Willenskraft. Ist beides nicht so geil. Aber dann lieber mehr Leben erstmal. Schließen. Schaden haben sie nicht so arg genommen, das ist okay. Wir haben noch unentdeckte Fraktion, Fell und durchscheinende Seide. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt, das war ein Rieseneck damals in Spellforce 1, diese scheiß Seide zu bekommen. Das war eine Mission, da kann ich mich heute noch erinnern, die hat keinen Spaß gemacht. So, jetzt haben wir die Einheit hier. Ich würde die sogar gleich nochmal in den Kampf führen. Weil die Brücke will ich haben. Wir speichern mal ab. Also einfach aus, ich muss erstmal hier wieder reinkommen. Gründen. So, meine Freunde. Unsere Recken. Greifet an. Die sollen sich nicht verstecken. Jagt sie von der Brücke runter. Wir machen die nochmal selber. Gegner skalieren mit? Ach so. Das erklärt dann vielleicht einiges. Oh mein Gott, was ist das da hinten? Ich hätte mir mal die Gegner angucken sollen, was ich da jetzt gerade entfacht habe. Hi, Commander. Ja, ja, warte mal. Was seid denn ihr da? Heiliger. Mentales Geschoss. Oh, die machen ja richtig Aua. Die machen ja richtig, richtig Aua. Was haben wir hier? Ghule, ja gut. Und was für ein Zeug? Vampir-Akolyten. Mhm. Mhm. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich setze mich woanders hin beim Stream, ne? Ich setze mich mal darüber. Ich glaube, das ist hier erstmal uninteressant. Das sieht man diese Gegner. Ich muss mich noch kurz hier umswitchen. Moment. War das wieder transformieren und spiegeln und guck mal, jetzt sehe ich wieder so aus, ob ich anders sitze. So, also gut, wie weit könnten die als nächstes laufen? Nicht so weit, aber die können schießen, ne? Die kommen direkt ran und die kommen auch direkt. Mache ich die Hasenfuß-Taktik erstmal? Ich glaube schon. Ich glaube, das mache ich wirklich. Wir gehen mal mit den Einheiten noch mal ein Stück zurück. Und lassen die rankommen und dann schießen wir sie unten weg und von hinten halt. Die beschützen mal hier. Der kommt hier hin, der kann ein bisschen was vertragen. Die weichen wir mal hier hinten aus, die sollen dann von der Seite angreifen. Und die Bogenschützen ziehen wir auch nochmal zurück. So, jetzt lassen wir sie kommen. Mal gucken. Macht mal was. So. Oh. Ja. Wie weit könnt ihr jetzt laufen? Die können Maximum bis dahin. Die können aber noch nicht schlagen, ne? So wie ich das jetzt verstehe. Und die hier auch. Und die hier können aber schießen wahrscheinlich. Aber ich lasse die nochmal rankommen. Die Ghule könnten vielleicht nochmal schlagen, aber das ist... Nee, die machen gar nichts. Jetzt schießen wir sie weg. Ich spiele den Zwerg. Ich spiele den... Oh Gott, die machen Schaden da. Das ist nicht gut, das habe ich nicht geplant. Ich spiele... Wie heißt der? Zauber... Nee, Zauberschmied, Zauberrüstung. Keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Was gibt's zu trinken?
Zu trinken gibt's heute das Ding aus dem Sumpf. Mal wieder. Heute frisch gekauft, weil die Sachen sind mal ausgegangen. So, jetzt versuchen wir die mal einfach wegzuschießen. Oh, die machen aber ultra viel Schaden. Nämlich nichts. Das sind ja einen Reichweitenmalus, ne? Ne, egal. Lieber ein bisschen Schaden als gar keinen. Ja, die machen da schon mehr Bums. Das ist nicht gut, wenn man nichts mehr hat. Das ist wohl wahr. Das ist vollkommen richtig. So, warte mal. Kann ich die von der Flanke angreifen? Dann mache ich doch mehr Schaden, oder? Also bin ich aber außerhalb. Ein paar nette Glyphen. Ja, da bin ich mal gespannt. So, komm, Attacke. Aua, die machen aber richtig Aua. Okay, wir müssen umdisponieren. Die machen dafür gut Schaden. Na dann drauf. Yes. Ist die Frage. Ach komm, wir machen lieber die erstmal weg. Die sind ja mit. Aber die machen nicht so viel Schaden, ne? Das könnte man. Da kommen die. Attacke! Ja, ich bin mit den Glyphen noch ganz am Anfang. Was? Das war alles? Okay. Das war jetzt mehr ernüchternd. Yes. Na gut, dann Runde beenden. Natürlich greift ihr mich an. Aua. Aua. Das ist aber ein ganz knappes Nummerchen, du. Oh oh. Scheiße. Okay, 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 okay. So, jetzt ist hier guter Rat teuer. Yes. Erstmal hier. Hä? Was? Wieso macht ihr keinen Nahkampf? Ihr macht einen Nahkampf, ihr Idioten! Wieso macht ihr den Nahkampf? Oh Gott, ich hab mich verklickt. Wir müssen die jetzt schnell wegmachen. Nützt nichts. Also ich habe mich mit den Glyphen noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich bin da noch am Basteln. So, okay, die müssen weg, ganz dringend. So, und jetzt fallen wir den Ghoulen da in den Rücken. Hallo? Kann ich mir den nicht angreifen? Wieso? Aha. Okay. Das ist schlecht. Ich hoffe, die werden jetzt nicht niedergemetzelt. Ich hoffe, die verwickeln sich jetzt hier mit denen in den Kampf, sonst habe ich echt ein Problem. Er hat noch Befehle. Ach, der. Ja, die können jetzt nichts machen. Die sind erstmal down. Die sollen erstmal heilen. Ja, okay. Die greifen die Reiterei an. Perfekt. Die halten noch ein bisschen aus. So, wen könnte ich denn jetzt noch hochleveln? Die hier vielleicht, ne? Okay, wir haben den Brückenkampf. Die Rezepte finden es eigentlich gar nicht so schwer. Hast du nur drei Perspektiven, vier Farben und hat man entsprechend Kombinationen kann. Ja, aber ich bin da irgendwie zu ideenlos, wenn es um sowas geht. Ich mache halt immer das Gleiche so gefühlt. Okay, gut. Wir haben alle durchgekriegt. Mehr schlecht als recht. Aber wir können schon mal aufleveln. Forschung pro Tag.
Plus 25% Resistenz gegen Weiße. Ja komm, lieber die Resistenzen. Was haben wir hier noch? Einmal Nahkampf, finde ich gut. Sollen sie machen. Und die hier? Weiße Resistenz. Tägliche Regeneration. Ja, 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 vielleicht. Bin aber eher... Sie soll ja eh primär hinten sein, ne? Die soll überhaupt nicht so an... Ja, obwohl, andererseits, im Kampf ist es besser. Ja, sagst du so einfach. Ich bin, wie gesagt, ich bin da sehr ideenlos, wenn es um sowas geht. So. Jetzt heilen wir uns erstmal aus mit dem hier. Der braucht erstmal Pause. Da kommen wir jetzt nicht mehr zurück, ne? Halt, so lang. Nein, okay, alles klar. Aber wir haben schon mal die Brücke. Wir kriegen jetzt wieder ein bisschen Gold mehr. So, wie sieht es mit euch aus? Ihr seid immer noch nicht komplett da. Warte mal, ich duse mal bei mir ins Gebiet rein. Das bringt nichts. Wie viel kann ich eigentlich? Kann ich hier rüber? Nee. Wie viel kann ich eigentlich noch da reinstecken in die Einheit? Wie war denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Einfach das Zeug mal wahllos reinschieben. Ja, das mache ich zu Genüge. So, der soll hier mal abbauen. Ja, die Goblin-Schaman habe ich normalerweise drin, aber dann bin ich irgendwann, habe ich sie nichts mehr kaufen können. Ich bin gerade dabei, sie wieder zu haben bald. Ich arbeite dran. So, warte mal. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie kann ich nochmal schauen, wie viel in diese Armee reinkommen? Was ist denn der Maximalwert von denen? Wie viele Einheiten kann ich da jetzt reinstopfen? Ich hab's vergessen. Sehe ich das hier? Wie viel kommen denn da rein? 1, 2, 3, 4, 5. Und da sind auch 5 drin. Na gut. Na gut, haben wir oben noch irgendwas? Da sind wir auch irgendwie so durchgeschlittert. Der ist noch am werkeln, alles klar. Dann würde ich sagen, nächste Runde machen wir gleich mal weiter. Ich will ja eh so schnell wie möglich die Runden rumkriegen. Ah, okay. Sehr gut. Dann machst du hier gleich den nächsten. Obwohl ich gerade überlege, wirklich eine zweite Armee, noch eine Armee aufzubauen. Um die einfach mal hochzuleveln, die gute. Na komm, das machen wir. Wir gönnen ihr mal eine Armee. Wie war das jetzt nochmal? Wo kann ich denn hier ausbilden? So, pass mal obacht. Da ich noch keine Schamanen ausbilden kann, kriegt sie erstmal. Also. Zwei Nahkämpfer. Und erstmal den Jäger. Kostet zwar ein bisschen was, aber wir gehen jetzt auf Attacke. So, wie sieht es mit euch aus? Ihr heilt aus, ne? Das ist sehr gut. Das gefällt mir ganz gut. Dann könnt ihr nicht gleich hier das hier einnehmen. Ich gehe mal da rein. Ich glaube, da heile ich ein bisschen schneller, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Wie sieht es mit euch aus? Wie lange braucht ihr denn noch? Heilt mal fertig. Der baut aus. Ja, können wir nichts anderes machen. Na, jetzt müssen wir noch mal kurz warten, eine Runde. Wie sieht es mit unseren Bauten aus? Und wir können eine Glühwe wieder herstellen. Eine Glühwe. Ja. Wollte ich da nicht mal gucken, was die drei von denen machen? Also ich brauche erstmal dieses Eisen, ne? Wo ist es denn? Wo habe ich denn hier unser Blech da? Was mache ich, wenn ich die drei kombiniere? Was kommt da raus? Kräutersammler. Erntet eine Ernte. Auf dem Weltkarte abzusammeln. Ja, nein. Okay, was stopfen wir denn rein? Was haben wir denn hier? Blau mal? Ach nee, warte mal, das bringt ja gar nichts, was ich hier mache, ne? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Jetzt stelle ich wieder F her.
Was habe ich denn noch gar nicht gemacht? Das ist doch mehr so Heilung, oder? Ja komm, das ist mir sogar lieber. Erstmal. Gut, schließen. Wir rüsten mal die Glyphen aus, ne? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Die sind ja primär im Nahkampf. Was macht das? Zusätzliche Beute, nochmal plus 10 Leben. Und wir machen die nochmal mehr Leben rein. Die kriegen auch Leben. Einmal. Und ihr auch. Ihr habt schon was. Bei den Einheiten hier, hallo? Die machen gerade irgendwas anderes. Und zwar kriegt der hier und auch mehr Leben vertragen. Aber das kriegt man noch. Krieg ich das hier rein? Geht, damit wir es einfach weg haben. Bring das hier noch rein. So, können wir mehr Brand ausnutzen. Beziehungsweise macht es gar keinen Sinn bei denen. Oh, okay. Nein, dann zerstören wir die nicht. So. Du kannst ja in Lorraine zum Beispiel mal gucken, ob du Einheiten kaufen kannst. Ja, kann ich machen. Kann ich eigentlich schon so kaufen? Weiß es gar nicht. Oder muss ich mit der Einheit drinstehen? Ich muss mit der Einheit drinstehen, ne? Na gut, aber es macht nichts. Wir können mit der aber schon mal hier rein. Ach nee, warte mal, hier ist Lorraine. Kann ich den nochmal jetzt kaufen? Wie ging denn das jetzt nochmal mit dem Handel treiben? Ach Mann. Ist alles schon wieder so lang her. Ach, in die Stadt reinlaufen, okay. Ja gut, dann machen wir das nächste Runde. Ist okay. So, dann heilen wir, dann warten wir mal. Müssen wir die Einheiten hochpushen. Ja, du wartest auch. Oh, das ist ja perfekt. Ja. Einfangen! So, dann können wir aber jetzt hier kaufen, ne? Ah ja, okay. Das sind wir ja schon ganz gut. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Den Alchemisten. Säurebefülltes Fässchen werfen. Fertigkeit Erste Hilfe. Oh, das ist cool. Kosten du 15, okay. Und die hier? Ah, das sind reine Nahkämpfer. Ja, pass auf, dann machen wir das doch anders. Wir machen mit der die volle andere Truppe. Warte mal. Dann kaufen wir die Einheit. Ich will die mal ausprobieren. Wir kaufen die Einheit. Wir kaufen die Einheit. Genau. Und tauschen jetzt mal querbeet. Und zwar würde ich nämlich dann gern die schwächere Einheit hier. Wie kriege ich die jetzt wieder raus? Ach hier. Die kann ich schon mal runter zu der hier. Genauso die hier. Und genauso die hier. Dann hat die nicht schon mal eine gut gefüllte Einheit und die hier vereinen sich mit der hier. Hallo?
Genau. Und dann können wir nicht mit der hier ganz forsch hier mal so in die Richtung agieren. Genau, das schaffen wir sogar. Dann können wir nicht gleich mal mit denen aufleveln. Dann können die gleich mal testen, was die können. Aber wir haben keine Fernkampfeinheiten, sehe ich gerade. Oh, das ist jetzt, war jetzt nicht so clever, glaube ich. Ja, das war nicht so clever. Das waren meine Fernkampfeinheiten hier, ne? Ja. Ja gut, das macht nichts, dann greifen wir in der nächsten Runde an. Dann geht die, das ist eine Fernkampfeinheit. Nehme ich zwei Fernkampfeinheiten mit oder nur eine? Ach komm, ich nehme eine nur mit. Die hier kommen da runter. Die hier kommen eins hoch. Die verbünden sich jetzt mit der und nächste Runde greifen wir den alten Turm an. So. Das heißt 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay. Eine Einheit noch. Die können wir noch canceln, die eine. Da kriegst du lieber nochmal eine Jägereinheit dazu. Ist mir gerade lieber. Nee, warte mal. 1, 2, 3. Es gibt nur eine Einheit noch. Moment, dann canceln wir die andere Einheit auch noch. Die hier. Nein, was mache ich denn? So rum. Mein Gott. So. Dann hat sie zwei Fernkämpfer und der Rest ist Nahkampf. Passt. Gut. Dann bereiten wir uns mit der auf den Angriff vor. Die verbünden sich, die gehen nach rechts rüber. Und mit denen hier räume ich unten weiter auf. Die können sich allmählich mal so in die Richtung postieren. Die greifen dann nächste Runde an. Machen die dann weg. Genau, Glyphe ist noch in Arbeit. Der arbeitet auch noch. Wie sieht es aus mit unseren Räumen? Wie lange dauert das noch? So, im Bau. 2 Tage noch, 7 Tage noch, 4, okay. Ja, ist egal. Komm, kriegt man hin. Aber da kriegt man wieder 3 Gold am Tag, das ist gut. So, also, nächste Runde. Utensilien. Ah ja, sehr gut. Dann kannst du jetzt hier weiter stiefeln und machst das hier weg. Oh, schlechte Idee. Du kannst hier ganz woanders hin stiefeln. Du läufst einfach mal weiter nach rechts. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was die Einheit jetzt so... Was? Ach Mann. Wir greifen nächste Runde an. Die läuft schon mal darüber. Du gehst da hoch. Auf den müssen wir halt noch warten, eine Runde. Was ist mit euch? Ihr seid halbwegs fit. Attacke, Leute. What? Das ist doch ein Witz. Ach, Leute. Tut mir das doch nicht an. Na gut, dann, ja. Wir machen nochmal einen kurzen Umweg. Und machen nochmal Runde Zug beenden. Naja, ich hab's befürchtet, dass es so endet. Rückzug? Ganz schnell Rückzug? Werkstatt gebaut. Ein Träumsche. Und den Kack kriegen wir auch noch. Sehr schön. Wieder mehr Eisen. So. Wir haben schon mal wieder plus 1. Das heißt, Werkstatt gebaut. Den kann ich jetzt gar nichts mehr, außer noch ein Handwerkszeug. Ich kann jetzt mehr Glyphen herstellen. Wir kriegen plus 3 Gold. Das heißt, wir sind jetzt wieder halbwegs im Plus. Wenn das hier fertig ist in 5 Zügen, sind wir wieder im Plus. Und da kriegen wir 3 Gold wieder gaunert. Also da kriegen wir wieder ersetzt. Ja, alles gut. Ist okay.
So, dann bis dann, Daniel. So, wir speichern jetzt nochmal ab. Jetzt kommen die große Schlachten. Was ist mit der? Die könnten nicht auch gleich die nächsten Schlacht hier auch anfangen. Okay. Also, das wird jetzt eine Schlachtrunde. Wir spielen. Wir speichern. Da werden wir jetzt ja alles einnehmen. Also gut, fangen wir erstmal mit ihr an hier. Mal gucken, wie sich die Hellebarde-Einheit macht. Die andere rückt ja nach. Das werden, wir werden die schaffen, oder? Die sind zwar relativ stark. Ach, ich warte nochmal sicherheitshalber. Ich ziehe mit der einfach nochmal hoch. Dann greifen wir in zwei Runden mit der Armee an. Aber mit denen greifen wir jetzt an. Achso, ja, das ist ein Ereignis. Von diesem einst majestätischen Ort ist nur noch wenig übrig. Ein paar Steine hier, ein verrotteter Balken da. Inmitten in all dem findet ihr die Statue eines Mannes mit langen Haaren und langen Fingernägeln. Auch nach all der Zeit ist der Detailgrad bemerkenswert. Es ist fast schon unheimlich, so als würde er gleich zum Leben erwachen und von seinem Protest steigen. Untersuchen wir doch mal die Statue. So, die Statue wirkt aus der Nähe noch detaillierter. Diese war ein strenger Mann, der in der ernsthaften Diskussion mit anderen vertieft war. Alles in diesem Werk ist bis ins kleinste Detail fein gearbeitet. Die Hände, die Finger. Als ihr euch der geschlossenen Faust der Statue genauer anschaut, erkennt ihr, dass darin etwas steckt. Ein Briefumschlag mit dem Betreff an die Dame Glück. Der Brief ist von Wetter mitgenommen, aber noch versiegelt. Das Wachs ist seltsam warm unter euren Fingern. Ein Liebesbrief an eine bedeutsame Person. Okay, wir lesen. Wollen wir den Brief lesen? Na komm, wir öffnen den Brief, oder? Ich bin neugierig. Oh shit, wir haben irgendwas minus 1. Ihr brecht das Siegel und blaue Flammen steigen aus dem Umschlag auf. Der brüchige Papier wird sofort von den Flammen verschlungen und in eurer Hand bleibt nur eine Asche zurück. Scheiße. Das einzige, was ihr in den Trümmern findet, ist ein altes Geschichtsbuch. Der Inhalt ist entweder unlesbar oder längst überholt. Es gibt aber ein paar lesbare Seiten über die Geschichte von Alluvien. Lest die Geschichte nach. Okay, wir kriegen mehr Forschung. Viele glauben, dass die Elfen, die vor langer Zeit in Alluvien lebten, ihre Schätze hier vergraben haben, um sie eines Tages wieder zu bergen. Wenn sie das Land zurückerobern würden, jedoch konnte das weder bestätigt noch ausgeschlossen werden und die Untersuchungen sind zum Erliegen gekommen. Schade, wir hätten den Brief nicht öffnen dürfen, das war jetzt doof von mir. Naja gut. Wir gehen mal hier zum Bilzkreis. Mit der Einheit. Nix war es mit Kampf. Dafür wurde hier unten gekämpft. Nächste Runde. Gibt's ja wohl nicht. Naja, aber ist so. Die Einheit könnten wir noch irgendwo hinschicken zum Graben. Da komme ich nicht hin. Könnte mit der Einheit einfach mal nach drüben. Wo haben wir denn noch jede Menge Zeug? Da unten, ne? Ja, soll sie sich mal dann nach unten begeben. Ach ne, da haben wir auch schon was. Das ist in der Nähe. Das ist hier näher. Da soll sie da hingehen. So, also. Zug beenden. Oder? Nee, Quatsch. Komm, wir greifen mit denen an hier. Das schaffen die. Die sollen sich mal nicht hier so tun. Schlacht beginnen. Wir müssen unsere Zauberin mal hochleveln. Und das geht am besten in der Schlacht. Hä? Ach, hab ich euch vermisst. Hä? Wir sind die unmotivierten Kobolde, hä? Okay, wie weit könnt ihr als nächstes laufen?
Ah, ihr könnt schon direkt angreifen. Wir machen nochmal die Rückzugtaktik mal wieder. Die Bogenschützen ein Stück nach hinten. Was habt ihr da? Blendpulver. Ah, ihr seid Nahkämpfer, ne? Moment, habe ich nur einen? Achso, ja klar, die anderen Bogenschützen sind noch gar nicht da. Ihr geht mal hier einfach an. Wie weit könnt ihr maximal gehen? Bis dahin und ihr. Bis dahin und ihr. Macht gar nichts, okay. Achso, und die einfach nochmal ein Stück zurück. Zauberin postiert sich hier daneben. Ihr geht ein Stück zurück. Ihr auch. Wir bilden hier jetzt noch eine Kampflinie. Wir lassen die einfach mal erstmal kommen. Ah, das sind Bogenschützen. Ah, okay. Ja gut, die machen fast keinen Schaden, ist okay. Ach, du kannst ja erste. Ah, du kannst ja erste Hilfe, ne? Das ist ja genial. Gedankenschlag. Machen wir hier gleich mal hier richtig Schaden rein. Schön Fettschaden. Und kriegen die Einheit gleich down. Wir verwickeln sie gleich in den Nahkampf. Wir kriegen sie nicht down. Das ist eher schlecht, aber es macht nichts. Die greifen hier frontal an. Die sollen hier den Kampf in den Kampf verwickeln. Oh, ich hätte jetzt noch die Special-Attacke machen können, ne? Sandschleuder. Na gut, machen wir nächste Runde. Und ihr schnappt euch die Wolfies erstmal. Wo ist Whisky? Whisky ist noch auf einer anderen Mission, Snoopy. Zeige ich dir gleich. Whisky rennt zur nächsten Mission. Sie hatte jetzt noch keinen Kampf. So, das sollte es gewesen sein. Runde beenden. Ich meine, die Wölfe machen jetzt nicht viel Schaden. Die machen auch nicht viel Schaden. Oh, Blutungseffekt ist nicht gut. Die machen wir weg, weil sie abhauen wollten. Das ist perfekt. So, Bogenschützen. Reichweitenmalus, was mal auf. Den heben wir auf. Wie war das? Drei Felder, ne? Eins, zwei, drei. Das heißt, wenn ich mich da hinstelle, habe ich die optimale Reichweite. Ja. Dann machen sie mehr Schaden. Dann gib ihn. Die machen Blendung. Oh, nee, warte mal. Die machen noch gar keine Blendung. Die machen erstmal hier hin. Machen dann Blendung. Oh, ich habe meine Einheiten auch geblendet. Ach nee, die haben angegriffen, ne? Deswegen. So, du machst. Du machst mal den Heilikus. So. Und ihr greift hier weiter an. Die Wölfe waren die stärkste Einheit. Na gut, dass ich die schwächste Einheit, die ich gerade noch habe, gegen die stärkste jag. Aber egal. So. Warte auf Befehle. Wer? Ach, die können auch nochmal angreifen. Das ist ja perfekt. Ja, dann greifen sie auch nochmal an. Gib mir ihren scheiß Blutungsschaden immer. So, Runde beenden. Ah, schade. Ich dachte, die überleben noch eine Runde. Dann hätte ich meine Einheit nochmal hochgeheilt. Aber egal. Der Kampf war erfolgreich. Wir haben uns erstmal hier wieder Luft verschafft. Ja, bitte. Ja, ja, die kriegt man noch. Sehr gut. Die Einheit steigt. Stufe aufstieg. Geschwindigkeit, ja. Waffen, ja. Machen mal Resistenzen. Fortfahren.
Wir dürfen noch nicht mehr so viel mit der vorlaufen. Ich soll sie erstmal mit der Einheit hier verbinden. So, Whisky. Achso, wir sind noch in der Runde. Wir können gerade noch nichts machen, ne? Okay, wir können noch Glyphen basteln. Was haben wir denn da? Was ist denn eigentlich, wenn ich das mache? Ach, da ist das schon auto... Ah, okay, ich verstehe. Da sind diese schon automatisch ausgefüllt. Bringt uns jetzt aber noch nichts. Wo ist unser billiges Zeug? Hier. Erstmal das. Willenskraft plus 1. Ja, warum eigentlich nicht? Herstellen. Was können wir noch herstellen? Die kennen wir schon. Was habe ich denn eigentlich mit Lila alles am Schaffen? Lila habe ich gar nichts, ne? Wir haben keine lila Zutaten. Schlecht. Was ist denn das? Kann ich gar nicht reinhauen. Okay. Oder ist es eine Hauptzutat? Auch nicht. Ja, ich muss mich mit den Glyphen mal mehr beschäftigen. Die werden uns früher oder später sehr, oh, da haben wir was Lilanes. Was baue ich da? Ach, das war diese Überreste-Geschichte. Würde ich eher nochmal auf Heilung gehen, ne? Habe ich hier Heilung? Grün. Haben wir noch 7 Schinke? Ich will halt immer ein bisschen was auf Halte halten. Wir könnten das Getreide nehmen. Machen wir nochmal Heilglühe, also diese mehr Lebensenergieglühe. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, wie sieht es mit unseren Bauten aus? Noch immer noch 5 Runden, 2 Runden, 2 Runden. Okay, alles klar. Schließen. So. Dann könnten wir jetzt die Runde beenden. Wer wartet noch auf Befehl? Da oben. Ja, der ist noch voll auf der Flucht, ne? Mal gucken. Verfolgt er uns, der Riese, oder können wir in Ruhe abbauen? Wir werden sehen. Wer wartet noch auf Befehle? Du kannst noch gar nichts. Doch, du kannst noch ein paar Meterchen laufen. Ja, wenigstens heilt dann unsere Armee mal richtig aus. Die verbinden sich und wir greifen dann mit denen so Richtung mal Westen, Osten mal weiter. Was ist denn das hier? Schlachtfeld. Könnte natürlich auch zum Lagerplatz hochgehen. Obwohl, das macht dann unsere Whisky, unsere Zwergin und Whisky. Die macht jetzt die Quest und die Quest. Ja. Also, Runde beenden. Du. So. Die läuft darüber, der läuft darüber. So, Whisky ist zur nächsten Mission unterwegs. Wir speichern mal wieder ab. Bevor es versehentlich einen Super-GAU gibt. Hier wurde zuletzt ein Bildskreis gesichtet. Bei einem Schrein mit für Zerbo, dem Wächter über Betrüger und Diebe. Vor dem Altar steht, seht ihr einen großen Kreis aus 8 Pilzen, die aus Rissen im Steinboden sprießen. Im Zentrum des Rings hat jemand eine Glyphe in den Boden geritzt. Von Lichter und Fehlen fällt jede Spur. Go, 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 yo. Zauberschmied die Glyphe untersuchen? Ja klar, das machen wir. Wir sind ja eh der Zauberschmied. Ihr betretet den Kreis und schaut euch die Glyphe genauer an. Das ist bestimmt eine Form der magischen Manipulation, die dafür sorgt, dass nachts keine Lichter leuchten. Kleine Lichter leuchten. Hier ist jemand, wir haben euren Trick durchschaut. Wir untersuchen mal die Umgebung. Still und leise gebt ihr euren Truppen Signale, die Gegend zu durchsuchen. Sie stoßen auf kleine Fußabdrücke wie von Kindern. Sie führen kreuz und quer über die Lichtung, offenbar völlig ziellos. Ihr seid kurz davor, die Suche nach der Herkunft der Fußabdrücke aufzugeben. Doch dann hört ihr ein Kichern aus den Wäldern nahe des Schreins. Es ist alles gut. Wer auch immer hier ihr seid, wir wollen euch nicht wehtun, so rum. Fangt sie schnell. Niemand bewegt sich. Lasst sie zu uns kommen.
Wir machen mal, niemand bewegt sich. Die sanften Schritte und das kaum verhohlene Kichern werden lauter und lauter und ihr riecht Moos und frisch beschnittenes Gras. Das haben die Leute vermutlich mit Feen gemeint. Nee, wir schlagen nicht zu. Puh. Ihr dreht euch schnell um. Ein unbekleideter kleiner Junge steht hinter euch. Er strahlt vor Freude über euren Ausruf. Aha, guter Trick. Gefällt euch meiner? Ich mag dieses Spiel. Ah, okay. Wer bist du und was machst du hier? Wenn du Leute solchen Streiche spielst, kriegst du am Ende noch Ärger. Machen das mal. Wir reden mal mit ihm ganz nett. Seine Miene verfinstert sich, als er euch ansieht. Aber es macht doch Spaß, beschwert er sich. Dann strahlt er wieder. Und Serbo liebt Spaß hier. Er zieht einen Beutel hinter dem Rücken hervor. Ein Geschenk, weil ihr die Ersten wart, die mich gefunden habt. Vielen Dank, wir nehmen es gerne an. Oh, was hat er denn gegeben? Bandagen, Fell, Asche. Und 11 Gold. Cool. Ohne ein weiteres Wort dreht er... Ohne ein weiteres Wort dreht er den Beutel auf den Kopf und ein wahrer Schatz aus Gold und Zutaten purzeln daraus hervor. Als ihr wieder nach oben schaut, ist der Junge wieder verschwunden und scheinbar hat keiner eurer Leute ihn dabei gesehen. Sehr seltsam. Okay, wir haben das wieder nicht kampftechnisch gelöst, aber hier ist der Kampf. Also wir werden die nächste... Übernächste Runde werden wir mit ihr kämpfen. Oh, da sind noch mehr Einheiten. Okay, die sind schwach. Was wartet eigentlich da drin auf uns? Die sind auch nichts wert. Snoopy, du musst dich noch gedulden. Du musst dich einfach noch gedulden. Ach nee, warte mal. Wir müssen das mal hier verbinden, ne? So. Jetzt ist die Einheit komplett. Wir suchen uns hier mal langsam Ärger. Oh, das ist auch... Oh, das ist eine starke Einheit. Eieieiei. Weiß ich nicht, ob ich mit der angreifen soll. Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, die sind schlagbar, die greifen jetzt an. Unsere Einheiten sind gut geheilt. Los geht's. Schlacht beginnen, bitte. Kommt ihr raus oder verschanzt ihr euch da drin? Ich warte noch mal ein Ründchen, einfach mal um zu wissen. Okay, gut, alles klar. Ich muss angreifen. Gut, wie weit ist denn eure Range? Bis dahin, also gut. Kann ich ja erstmal hier mit denen hier angreifen? Denke ich dahin? Den rücke ich bis hier hin vor. Mit denen gehe ich bis hier hin. Yes. Der Magier geht so in die Mitte rein. Die greifen auch so aus der Flanke an. Yes. Bringt mir das was? Nee. Yes. Ja, 4 Züge ist ja gut. Das sind ja alles nur Nahkämpfer hier, ne? Das heißt, ich kann mich ja eigentlich von denen hier so nähern. Komme ich da nicht drüber mit den Schüssen? Doch. Schießen sie runter. Machen nicht viel Schaden. Da müssen die Nahkämpfer ran. Nützt nichts. So, wir schlagen mit denen das Tor auf. Yes. Machen da mal ein bisschen Schaden dran. Mit denen versuchen wir gleich hier zu attackieren.
dass wir die Bogenschützen in den Nahkampf zwingen. Hm. So eine Probesalve können wir schon mal abgeben. Tja, und dann heißt Runde beenden. Jetzt gucken wir, was passiert. Okay, jetzt greifen sie an. Ach, die machen jetzt erstmal. Ah, okay, die machen jetzt erstmal Platz. Den könnt ihr gern angreifen. Das ist sogar optimal. Perfekt. Oh, die machen ja gut Schaden. Uiuiui. So, pass mal auf. So, das Tor ist kaputt. Wir gehen mit denen dahin und machen jetzt mal richtig Damage. Na komm, ach schade, kein Crit. Yes. Ich mach den Strich durch die Rechnung. Die greifen mir jetzt hier nicht an. Auf zwei Fronten. So, und jetzt schießen wir die einfach weg. Wir haben jetzt quasi den Eingang hier verbarrikadiert, dass die da zwangsläufig doch noch hier lang müssen. Stellen uns mit denen da hin und machen hier direkt Damage. Und fallen dann mit unserer Reiterei hier in den Rücken. Wenn wir wieder können. Oder auch nicht. Wir fallen nicht in den Rücken. Die werden komplett angegriffen. Aber ist okay. Können Sie gern probieren. Dann stemmen wir uns mit denen einfach mal darüber. Und könnten die direkt ausschalten. Ich hätte aber gern mit denen noch einen Levelaufstieg. Deswegen greifen die hier an. Das war erfolgreich. Und jetzt können wir auch wieder Orks, Goblins und so Zeug engagieren quasi. So, Levelaufstieg. Ja, machen wir wieder Resistenzen. Das war's. Die können sich jetzt mal heilen. Erforscht Goblin-Lager. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt hier Goblin-Schamanen ausbilden. Und das sollten wir vielleicht tun. Und zwar werfen wir dann... Was können die Goblin-Schamanen eigentlich alles? Können die nur heilen oder können die auch angreifen? Elektrokugel. Oh, die macht richtig Schaden. Eieieiei. Ja. Okay. Kosten aber auch einiges, ne? So ist nicht. Wir machen mal hier. Wir bilden mal drei Stück aus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wen werfen wir hier raus? Dann werfen wir eine Nahkampfeinheit. Vielleicht nicht raus, sondern. Killen die hier. Wie mache ich das jetzt? Entlassen. Einfach schon mal, um Gold zu sparen. Ja, schließen. Schicken nämlich die eine einzelne Einheit. Also mit denen können wir jetzt hier schon mal hochlaufen. Schicken nämlich diese Einheit hier. Schon mal zu ihr. Dann hat die hier schon mal einen Erfahrenen. So, wen können wir hier... die... Nee, das machen wir anders. Dann stellen wir nur einen erstmal hier, einen Schaman. Nützt leider nichts. Dann machen wir nur einen Schamanen. Den stellen wir dann hier rein. Dann haben wir hier immer einen Heiler mit drin. Sie heilt selber und da müssen wir uns noch was überlegen, dass wir da auch noch irgendwie einen Heiler... Oder heilt der zufällig noch? Ich hab's vergessen. Ah, ist auch ein Heiler. Ja, dann haben wir doch überall einen Heiler drin. Das ist doch perfekt. Perfecto mio.
Okay, das sollte es passen. Die wartet noch mal. Werden wir uns vorbereiten auf die Schlacht hier. Die, was machen die eigentlich? Wo wollen wir mit denen eigentlich hin? Wir können jetzt mit denen hier nach unten weiter expandieren. Das werden wir auch tun. Erstmal. Warten auf Befehle. Wie stark sind die? Oh, die ist aber voll befüllt, ne? Das sollten wir vielleicht nochmal hier zurück. Sicher ist sicher. Wir könnten sogar sagen, dass wir die mit denen verbinden. Sicherheitshalber, wenn die doch angreifen sollten, dass wir uns gut verteidigen. So. Kristallgarten gebaut. Sehr schön. Truppenquartiere gebaut. Noch besser. Das heißt, wir haben jetzt einen riesen Vorteil wieder. Oh. Euer Trupp schlägt das Abendlager auf, als eine kleine Gruppe unauffälliger Reisender vorbeikommt. Sie tragen kein Banner, aber größere Waffen bei sich und winken, während sie sich nähern. Grüße, Freunde. Macht es euch etwas aus, wenn wir heute Nacht in euer Lager bleiben. Die Straßen sind gefährlich und wir wollen nicht mehr weiterreisen, bis die Sonne wieder aufgeht. Ja, ist halt die Frage, ne? Es kann jetzt sein... Banner oder... Achso, warte mal. Sie tragen keine Banner oder größere Waffen. Achso, okay, komm, wir machen das so. Wir haben genug Vorräte. Wir versuchen mal Vertrauen aufzubauen. Die Reisenden lassen sich dankbar zwischen euren Truppen nieder und bieten an, Essen zu kochen und also Unterhaltung für den Abend Geschichten zu erzählen. Oh Gott, scheiße. Wir werden jetzt ausgeraubt. Oder auch nicht. Am nächsten Morgen seht ihr nach dem Lager und den Reisenden, die euch besucht haben und gerade ihre Zelte abbrechen. Als sie euch sehen, verneigen sie sich respektvoll und bieten euch ihren Dank an. Sie überreichen euch einige Zutaten, von denen sie sagen, dass sie noch reichlich übrig haben. Oh, das ist aber sehr großzügig. Okay, die waren doch sehr nett. Ich dachte jetzt, die machen jetzt Essen, vergiften uns quasi damit und wir haben ein Problem. Das ist aber sehr großzügig von euch. Na, siehst du mal, Freundlichkeit siegt doch immer. Wir gehen mit denen jetzt da runter. Die braucht noch... oh, wir können wieder Glyphen herstellen. Gehen noch langsam die Vorräte aus. Nee. Glyphenproduktion ist angeworfen. Da haben wir gesagt, sicherheitshalber werden die sich nochmal verbinden. Whisky ist hier auf dem Weg. Nächste Runde gibt es den Kampf. Oh, da ist aber einiges da oben. Eieieiei. Oh, da werden wir jetzt mit Whisky uns durchkämpfen. Eieiei. Die warten noch kurz, bis nächste Runde der Schamane fertig ist. Dann haben wir nämlich hier den Heiler fertig. Ja, dann. Ging jetzt auch wieder gut Gold. Ach ja, stimmt. Können wir noch was bauen? Da kriegen wir bald wieder Gold. Was macht die Kristallhalle? Plus 3 Mana. Truppenquartiere. Also jetzt können wir standardmäßig die Einheiten herstellen. Das ist perfekt. Das ist sehr gut. Wir müssen uns keinen Kopf machen, wenn wir das Lager irgendwann mal nicht mehr haben hier unten. Das ist uns jetzt völlig egal. Wir müssen jetzt nur mal schauen, dass wir hier uns weiter raus expandieren. Okay, also gut. Die nach Süden. Die warten noch kurz auf... Ja, eben, wo sind unsere einzelnen Bogenschütze eigentlich? Wo ist denn der? Der ist wieder da drin. Warum hast du nicht die Truppe verlassen? Okay, so. Du verlässt jetzt die Truppe nach ganz weit oben, aber schleunigst. Ihr erforscht Schrein.
Okay. Da ist noch keine Einheit fertig. So, jetzt gibt's den Kampf. Ne, nicht laden. Moment, wir wollen speichern. So, Freunde, haltet eure Waffen fest. Whisky ist einsatzbereit und wird jetzt hier alles aufräumen. Bin gespannt, wie die Einheiten sich jetzt schlagen. Sieht ja einfach aus. Wir machen mal den Kampf. Mal gespannt, wie diese Pestforscher jetzt hier abgehen. Okay, die haben Bock, die wollen angreifen. Aber die haben auch einen Schamanen. Den sollten wir schauen, dass wir schnellstmöglichst ausschalten. Wie weit könnte er noch laufen? Gar nicht? Kommt der nicht über das Wasser? Ich warte einfach nochmal ab. Doch, hier kommt drüber, okay. Ach, das Wasser bremst die wahrscheinlich so sehr, ne? Ey, so haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann machen wir hier Attacke. Die Schamanen müssen eh weg. Schnellstmöglichst. So, die Einheit wird sich hier postieren. Yes. Die werden da hingehen. Die werden da hingehen. Halt, Moment, ich habe ja hier, ich habe doch die Bardin. Die hat doch auch noch separate Heilfähigkeiten. Ach Gott, wir sind so imber. Die gehen hier außen rum. Mit der stelle ich mich hier rein. Und zwitsche schon mal das Heillied. Ach, ihr kleinen Kobolde, ihr kleinen Gnome, ihr habt doch keine... Oh, ihr heilt alles durch. Ist jetzt aber doof gelaufen. Yes. Na dann. Was? Okay, wenn ich jetzt einen Crit schaffe, sind die mit einem Schlag weg. Na okay, nicht ganz. Aber die werden jetzt von der Reiterei niedergeritten. Oder macht es Sinn, hier von der Seite anzugreifen? Ne, dann heil die wieder. Ne, ich habe noch die Bogenschützen. Ich mach die erstmal weg hier. Meins haben nicht die Bogenschütze freie Sicht. Die greifen noch eins an. So, und ihr werdet jetzt hier von der Flanke flankiert. Die Zwergen! Zwergenpower hier! Ungeordnet. Ja, ja. Warte auf Befehle. So, jetzt kann ich mit ihr auch nochmal. Ja, komm, jetzt greift Whisky hier auch nochmal an. Chaka. Whisky, Attacke! Na, also, alle weggemacht. Eine Riesenbratze und weg waren sie. Heroisch haben wir sie niedergerungen. Und ein Levelaufstieg. Perfekt. Was kann die denn jetzt? Plus 20% Verminderung von Schaden durch Geschossangriffe. Oh, das ist cool. Plus 2 Gold pro Tag. Einheiten immun gegen Vergift. Ich würde vielleicht sogar das Gold nehmen. Ja, aber die Kampfsachen sind halt schon geil, ne? Andererseits ist es unser Hauptcharakter. Die hält eigentlich jetzt aus. Komm, wir machen das Gold. Mehr Gold ist immer gut. Haben wir Gesicht? Okay. Und einen versteckten Schatz auch noch. Lagerplatz. Dann können wir auch noch die Queste machen. Wir speichern trotzdem wieder ab.